In diesem Video möchte ich mit dir ein Charisma-Geheimnis für hochsensible Frauen teilen. Und es ist besonders für diejenigen von euch interessant, die jetzt zum Beispiel Single sind, ja, die gerne vielleicht eine neue Beziehung in ihr Leben einladen möchten, aber auch für diejenigen Frauen von euch, die ein eigenes Business haben, ja, die selbstständig sind, die etwas Individuelles anzubieten haben. Und sich da vielleicht immer noch so ein bisschen fragen, ja, wie kann ich das rüberbringen? Ja, was ist authentisch? Was ist vielleicht zu viel? Oder wo stelle ich vielleicht auch mein Licht noch unter den Scheffel? Und genau um diese Themen wird es jetzt hier gehen. Mein Name ist Silvia Hake. Ich bin Diplompsychologin und Buchautorin zum Thema Hochsensibilität und Selbstliebe. Und bin schon seit einigen Jahren freiberuflich selbstständig hier unterwegs. Und habe mich jetzt wirklich noch mal ganz intensiv mit diesen Themen beschäftigt und möchte dir da auch als hochsensible Frau Mut machen, ja, zu deiner Hochsensibilität zu stehen und darin auch diese Schönheit und Einzigartigkeit zu entdecken. Und hinter dieser Frage des Charismas steht natürlich auch eine ganz wichtige Frage, nämlich die Frage, wie wirst du magnetisch? Ja, magnetisch für die richtigen Resonanzen in deinen Beziehungen. Magnetisch für Erfolg und magnetisch, dass auch die Dinge passieren können, die dir und deinem Lebensziel dienen und nützlich sind, ja, dass du wirklich spürst, du bist auf dem richtigen Weg. Und der Begriff Charisma ist etwas, das wir auch so aus diesem Schauspielmilieu kennen, wo wir wirklich dann manchmal sagen, wow, ja, das ist so ein Schauspieler, eine Schauspielerin mit Charisma, das ist jemand, den man gerne wieder in einer Rolle sieht. Das sind Schauspieler, die so aus der Masse hervorstechen. Und das ist natürlich eben nicht nur eine Fähigkeit oder eine Gabe von Schauspielern, sondern es ist eine Gabe von allen Menschen, die irgendwo ihre Berufung gefunden haben, ja, die in der Lage sind, Menschen zu begeistern, die authentisch ihr Licht scheinen lassen. Und dieses Charisma, das besteht aus verschiedenen Elementen. Das erste Element für ein wirkliches, echtes Charisma, das ist tatsächlich die Fähigkeit, du selbst zu sein. Es bedeutet, deine Selbstliebe völlig etabliert zu haben oder zumindest zu einem so großen Ausmaß, dass du dich mit dir selber wohlfühlst, ja, dass du nicht mehr das Gefühl hast, dich verstecken zu müssen oder dich besonders anstrengen, anpassen zu müssen, sondern dass du ganz natürlich und authentisch deine wahre Essenz lebst und ausstrahlst. Und der schnellste Weg, um dieses magnetische Energiefeld aufzubauen, ist wirklich in die Selbstliebe zu kommen. Egal wie deine Biografie bisher ausgesehen hat und wirklich diese Besonderheit auch in deinem Leben zu erkennen und diese bedingungslose Selbstliebe für dich zu aktivieren. Falls du es noch nicht weißt, ich habe 2021 mein Buch Die Kraft der Selbstliebe beim Kailash Verlag veröffentlicht. Und wenn du da spürst, dass du da noch Nachholbedarf hast, dann kann dieses Buch dich ganz wunderbar auf diesem Weg der Selbstliebe begleiten. Und ich blende es dir hier gleich auch nochmal ein. Und das wäre so schon meine erste Empfehlung. Ja, beschäftige dich mit der Selbstliebe, lebe deine Selbstliebe und mache da wirklich keine Kompromisse mehr. Und es bedeutet auch, dass du sozusagen deiner eigenen Seelenschwingung treu bist. Ja, wir sind dann nicht charismatisch, wenn wir sozusagen unsere Frequenz verschieben, wenn wir aus unserer eigenen Mitte herausfallen und versuchen, irgendjemand zu sein, der wir nicht sind. Deshalb nutzt es auch nichts, wenn du jetzt auf ein Charisma-Training gehst, wo dir vielleicht irgendein Experte für Körpersprache sagt, ja, du musst dich so hinstellen oder du musst vielleicht diese Körperpose einhalten oder du musst dich so zur Kamera stellen. Wenn das Posen sind, die nicht
mit deinem inneren Gefühl übereinstimmen, wird das künstlich wirken. Das sind vielleicht Tricks, die mal vielleicht maximal bei einer Fotosession funktionieren. Aber sobald du vor der Kamera bist oder sobald du live vor Menschen sprichst, wird dir eine solche Taktik eher schaden. Ja, weil die Zuschauer und die Zuhörer werden das natürlich spüren, ja, ob etwas eingeübt ist oder ob es ganz natürlich aus dir heraus entsteht und ob du dich auch wohlfühlst, ja, mit dem, was du da tust oder sprichst. Wenn du dein Charisma als hochsensible Frau endlich sichtbar zum Ausdruck bringen möchtest, lade ich dich ein zu meinem neuen Live-Seminar-Format. Ich nenne es Inner Beauty Workshop. Und es wird ein Tagesseminar sein, das ich erstmalig im September 2022 in der Nähe von Kassel durchführen werde, wo wir in einer überschaubaren Gruppe sehr schöne Übungen machen werden. Und diese Übungen werden dir helfen, dein natürliches Charisma zu entfalten und sichtbar zu machen. Und wir werden diesen Workshop auch mit einigen Fotos abschließen. Mehr Infos zu diesem Seminar findest du unter diesem Video und auch auf meiner Webseite unter der Rubrik Live für Live-Termine. Und wenn du dafür zukünftige Termine immer informiert sein möchtest, melde dich auf jeden Fall auch zu meinem Newsletter an. Das zweite Element für hochsensible Frauen, die ihr Charisma steigern wollen, ist die Bereitschaft, diese eigene Verletzlichkeit zu kultivieren und zu zeigen. Ja, wie oft schämen wir uns für unsere Gefühle? Wie oft haben wir Angst, diese Verletzlichkeit nicht zeigen zu dürfen? Ja, dass wir gerührt sind, dass wir berührt sind, dass wir vielleicht Tränen haben oder dass uns Dinge unglaublich stark begeistern können, weil wir verinnerlicht haben, dass Coolness und Beherrschtheit und Souveränität und Rationalität vielleicht in dieser Gesellschaft besser ankommen, aber dieses Kernstück dieser hochsensiblen Qualität, nämlich unsere Verletzlichkeit, das sollten wir uns wirklich zu eigen machen. Und das ist auch nichts, wofür wir uns schämen sollten, sondern das ist etwas, was uns nahbar macht, was uns authentisch macht. Auch in jeder Beziehung, in jeder Partnerschaft ist es so, dass wenn du dich verletzlich zeigst, wohlgemerkt nicht zu verwechseln mit narzisstischer Kränkung, sage ich gleich nachher nochmal was. Wenn du dich verletzlich zeigst, also wirklich authentisch mit deinen Gefühlen, dann machst du es anderen leicht, wirklich dir nah sein zu können. Ja? Du machst keine Spielchen, du bist einfach authentisch und das macht dich dann einfach total sympathisch, zumindest für diejenigen, die auch diesen Wert der Authentizität schätzen. Und damit stößt du vielleicht auch Menschen ab. Das sind aber die Menschen, die eher auf so Funktionalität stehen. Aber ich glaube nicht, dass du als hochsensible Frau auf solche Menschen im Prinzip großen Wert legen musst, weder in einer Beziehung noch im Geschäftsleben. Denn was wirklich am Ende trägt, sind authentische Beziehungen, wo wir auch uns wirklich so zeigen können, wo wir sind. Und das sind dann letzten Endes tragfähige Partnerschaften, die uns in die Tiefe führen, die uns in die Zukunft führen, ja, wo wir nicht mehr permanent Energie verbrauchen, ja, für irgendwelche Versteckspielchen, sondern wo wir auf dieser authentischen Basis einen wirklichen, einen echten Kontakt spüren. Und dieser echte Kontakt, der macht eben auch dieses Charisma aus, ja, dass man wirklich nicht einfach das Gefühl hat, man blickt jetzt hier auf eine Kulisse oder auf eine perfekte Show, sondern dass die Menschen auch spüren, ja, du bist eine Frau, ja, mit Licht und Schatten, mit positiven Aspekten und vielleicht auch mit verletzlichen Aspekten. Oder du hast eine Geschichte erlebt, ja, die dich vielleicht sensibel hat werden lassen für bestimmte Themen, wo du vielleicht nicht mehr so cool reagieren kannst. Aber das macht dich ja zutiefst menschlich und das hilft auch deinem Gegenüber, wirklich dich zu kennen. Und das macht eben auch Charisma aus, ja, dass wir eben in dieser Verletzlichkeit, in dieser Authentizität uns zeigen. Und dazu gehört das eben auch, eine Meinung zu haben. Ja, also Dinge, die dich berühren, dürfen dich berühren. Dinge, die dich aufregen, die regen dich halt auf. Dinge, die dich verletzen, verletzen dich.
und vor allen Dingen auch deine Grenzen. Ja, wo werden deine Grenzen erreicht? Darüber sprechen wir nachher dann auch nochmal. Also nochmal zusammengefasst, Faktor Nummer 1, Selbstliebe, ja, in deiner authentischen Schwingung sein, in deinem eigenen Rahmen zu sein. Faktor dann Nummer 2, stehe zu deiner eigenen Verletzlichkeit, zu deiner Sensibilität, versuche nicht härter zu sein, als du bist. Erlaube dadurch den anderen Menschen auch dir nah sein zu können. Dann kommen wir zum dritten Faktor. Das ist auch nochmal sehr interessant. Hochsensible Frauen haben tatsächlich oft so ein feines Gespür für Ästhetik, für Farben, für Formen, für Düfte und Klänge. Und das ist gerade auch wichtig, wenn du jetzt zum Beispiel ein Logo entwickelst, eine Webseite, einen Flyer, dass du in diesem Webdesign auch jemanden hast, der in der Lage ist, diese feminine Sensibilität auch wiederzuspiegeln, ja, in der Logogestaltung, in der Farbe deiner Visitenkarte oder in der Farbidentität deiner Webseite. Wenn du also zum Beispiel mit einem Webdesigner zusammenarbeitest, der meint, alles besser zu wissen, ja, dass er dir dann so ein ganz nüchternes, seriöses Logo da macht und dann schöne, nüchterne, seriöse Farben in Blau, Grau und Schwarz, ja, und du merkst, du kannst dich darin einfach nicht wiedererkennen, das widerspricht deiner Seelenschwingung, dann sage bitte auch Nein dazu. Ja, das Gleiche gilt auch für die Kleidung. In jedem Business gibt es natürlich auch einen Dresscode. Und ich habe jetzt schon lange mich dem auch widersetzt. Ja, ich habe heute hier auch wieder meine kleine Hippie-Weste hier an. Ja, ich stehe hier nicht mit Anzug und Jackett. Das kann man machen, aber es muss auch zum Anlass passen. Und wenn du aber gerne Farben trägst, ja, wenn du gerne rosa trägst, ja, oder knallige Farben und die passen auch zu deinem Farbtyp, ja, dann trau dich einfach. Ja, sei dieser bunte Farbklecks, ja, auf diesem Meeting, stich aus der Masse heraus und du wirst sehen, dadurch erhöhst du einfach deinen Wiedererkennungswert. Wir brauchen jetzt nicht noch 100 Leute, die da, wie gesagt, in diesen Business-Kleidungen rumlaufen, in Grau und Dunkelblau und Schwarz, sondern wir brauchen Menschen, die wirklich mutig zu ihrer Individualität stehen und zu diesem Licht ihrer Seele. Und das ist gerade für Frauen so wichtig, dass sie nicht einfach männliche Strategien kopieren, ja, und in so einem schwarzen Sakko versinken, sondern dass sie auch ihre Femininität zeigen und leben. Ja. Und das macht wirklich dieses Charisma für hochsensible Frauen aus. Und ich gebe dir jetzt noch einen vierten Bonuspunkt und das ist das Thema Grenzen. Ja. Hochsensible Frauen sind oft sehr, sag ich mal, gehemmt darin, Grenzen zu setzen. Ja, sie wollen anderen gefallen, sie wollen es recht machen, sie wollen Harmonie herstellen. Aber in dem Moment, wo du Grenzen setzt, wo du lernst, auch Nein zu sagen, wird deine Energie automatisch attraktiver, weil du einfach nicht mehr so beliebig verfügbar bist, weil du nicht einfach dieses anschmiegsame Weibchen bist, ja, was zu allem Ja und Amen sagt, sondern wenn du dieses lernst, ja, Stopp zu sagen, Nein zu sagen, Grenzen zu setzen, macht dich das noch attraktiver und noch charismatischer und das verschafft dir Respekt. Ich habe wirklich beobachtet, dass die Zeit reif ist, ja, für diese feminine Kultur und dass es wirklich auch jetzt in unserer Gesellschaft immer mehr Platz gibt für solche Frauen, die zu ihren spirituellen Werten stehen, ja, die ihre Sensibilität leben. Und dass sie durch diese Authentizität einen sehr großen Erfolg haben können. Und das spart uns so viel Energie, ja, wenn wir nicht mehr irgendwas vorspielen müssen. Wenn wir einfach so sein dürfen, wie wir sind. Und das macht Erfolg dann eben auch nachhaltig. Weil stell dir vor, du hast dir jetzt angewöhnt, irgendwie so eine komische Rolle einzustudieren. Und die musst du jetzt bei jedem Auftritt, bei jedem Meeting, bei jedem Treffen wieder einnehmen, das kostet einfach Kraft. Ja? Aber wenn du einmal dir erlaubt hast, wirklich authentisch du selbst zu sein, dann ist es so leicht, so einfach, dieses authentische Selbst in allen deinen Situationen zu leben. Und dadurch sparst du Energie ein und kannst wirklich gewiss sein, ja? Dass egal wo du bist, egal was du tust, egal was du sagst, dass du mit dir im Frieden bist, dass du mit dir im Einklang bist, und dadurch auch diese gute Energie zu halten
deine Integrität zu bewahren, deine Werte zu bewahren und auch deine individuelle Art, so wie du einfach einzigartig bist. Ich hoffe, du konntest aus diesem Video viele Inspirationen mitnehmen. Solltest du noch Fragen haben zum Thema Charisma als hochsensible Frau, schreibe sie gerne hier unter dieses Video oder auch direkt an mich, vertraulich an die E-Mail-Adresse coaching@hsp-academy.de. Wenn du da irgendwie Unterstützung brauchst oder suchst, unterstütze ich dich gerne bei deinem Anliegen in der Partnersuche oder in dem Bereich Existenzgründung als hochsensible Frau. Und dann freue ich mich, wenn wir uns bald wieder in einem neuen Video sehen. Ich wünsche dir alles Liebe, deine Silvia.